Herr des Hauses? Wo ist der? Das weiß ich eh nicht. Daheim ist er nicht. Ja, das sehe ich ja. Immer ist er überall, nur nicht daheim. Er weiß ein lauter keine Sehnsucht nach dir. Los doch die blöden Witz. Ja, nichts gescheit fällt mir ja nicht ein. Was ist. Dabei könnte er doch alles haben. Ja, wahrscheinlich ist er nicht neugierig drauf. Thomas! Ich weiß schon, keine Witze. Er hat halt kein Sitzfleisch und das kommt nur davon, ja, weil ich weiß, er... weil er dich nicht heiratet. Ja. Ich meine, weil er nicht heiratet, nicht? Ja. Jetzt ist er schon 3 Jahre Witwer. Ja, und seit 3 Jahren genießt er seine goldene Freiheit. Also, wie du blöder herredst, goldene Freiheit. Meine Schwester war ihm ein liebend Weib. Ja, aber mit Stacheln, gell? Oh, sie hat halt ein Mensch ein bisschen hart sein müssen. Nicht? Du kennst ja sein Leichtsinn. Leichtsinn? Dabei ist ein wohlbestalteter Hausbesitzer. Die Villa hinten, der ist nur für die Sommergäste. Ja, wirtschaftlich ist er ja, aber ein Mann. Ja. Ein Mann in seinem Alter und jedem Kittel schaut er nach. Ja, ja, dabei soll er nur dir alleine nachschauen, gell? Auf das lege ich keinen Wert, dass mir die Männer nachschauen. Ja, fragst keine Angst, dann schaut er euch einer nach. Thomas! Ich weiß schon, keine Witze, ne? Der beste Wahrheit. Was? Ne? Was murmelst du nix, da? Nix, aber nix, nix, nix. Ja. Vorigen Mittwoch zum Beispiel, ja, da war er wieder einmal eine ganze Nacht nicht so aus. Wieso weißt denn du das? Ja, ich kann nicht schlafen, wenn nicht alles richtig ist im Haus. Von mir das kannst du nächtelang ausbleiben, dann schlafen die erst gut. Thomas! Ich weiß schon, keine Witze. Ja, ne? Dann sein Doktor spielt. Was? Naturheiler. Ein Heiratsvermittler macht er. Geh, geh, sag einmal, warum denn das? Aus Bosheit. Ja, warum soll es denn einander besser gehen, als mir's hergegangen ist? Ne? Also, gegessen haben wir. Ja. Die Arbeit ruft. Was die Arbeit ruft? Ich hör nichts. Ich kann dir nur sagen, was? Es wäre nicht das Düste. Denn der Max, der Chef von dem Ganzen, ja, der wohlbestallte Herr Baumüller, mich zu seiner Frau machen tät. Vielleicht sagt er dich nicht nein. Nein, du, das liegt ja gar nicht in den Wortschatz. Ja? Und dein Schaden möchte auch nicht sein, wenn du da ein bisschen den Vermittler spielen tätst. Ne? Denk darüber nach. Ja, du, ich liege halt nicht gern, weißt? Das ist der Hauptfüller. Grüß dich. Ja, grüß dich. Ist der Vater nicht da? Nein, der Chef weilet nicht hier. Wo ist er denn? Auf der Bisch. Ah, jung ist er gegangen. Ja, auf den zweibeinigen Hosen. So was tut da der Vater nicht. Nein, die wird er fragen. Du, sag einmal, weißt du, was haben's den Einbrecher schon erwischt? Du, wen? Na, den, der letzten Mittwoch in der Fabrik eingebrochen hat. Nein, und der Vater hat gesagt, den werden sie da hoffentlich nicht erwischen. Was? Das sagt der Vater? Ja, du weißt ja, die Feindschaft zwischen deinem Vater und deinem Zähler, deinem Fabriksbesitzer. Ja, du, wegen einem Blödsinn sind sie streitert worden. Ja, ja. Und am Ende hat der Vater den Zähler einen Deppen und der Zähler den Vater einen Rindviech geheißen. Ja, sie kennen sie ja schon das seit der Schulzeit, darum müssen sie es auch wissen, gell? Aber halt mich nicht auf, der Meier Thomas muss noch den Rechten schauen, gell? Du, was? Wir müssen schauen, dass wir die zwei wieder zusammenbringen, gell? Das wird schwer gehen, mein Lieber. Ein Deppen und ein Rindviech, da führt kein Weg zusammen, gell? So, jetzt sind wir komplett. Zwei Einbettzimmer, Herr und Dame. Und ein Doppelzimmer, Mutter und Tochter, alles mit Frühstück. Die anderen Zimmer sind so schon besetzt. Zwei sind schon da. Nachdem sie weiblich sind, sicher Mutter und Tochter. Werde ich gleich dem Taxler das mitgeben. So. Da sind wir. Und unser Plan steht fest. Deine Mutter, ihr habt Angst. Gehen wir wieder. Nix da. Na komm her, mein Kind. Was wir beschlossen haben. Du, Mutti, ich hab gar nichts beschlossen. Gut, ja, ich habe beschlossen, ja. Ich habe beschlossen, also pass auf. Du bist dem Baumüller seine Tochter. Aber das stimmt doch nicht, das ist doch nicht wahr. Wenn ich sag, du bist seine Tochter, dann bist es auch. Stell den Schwindel nicht durch. Das ist ein Schwindel? Ich war doch schließlich einmal mit ihm beisammen. Na, und das eine muss alles passiert sein. Ja, einmal genügt sehr oft. Mami, dann bin ich 22 und dieses Erlebnis mit dem Baumüller, das war doch vor 25 Jahren. Erlebnis? Ich bitte, schneid nicht auf, gell.
Jung war man, fest, naja, und da ist halt passiert. Okay, Mami, aber nicht einmal die Zeit stimmt. Ja, du bist eben jetzt 24 und ein bisschen was darüber. 24? Mir glaubt man nicht einmal meine 22. Ja, ja, ich weiß, aber du musst gesetzter wirken, weißt du? Und du, pass auf. Der Leberfleck ist sehr wichtig. Aber den hab ich doch nicht. Ja, wenn ich sag, du hast ihn, dann hast du ihn eben. Und wenn man drauf kommt, dass ich ihn nicht hab. Das ist doch nicht möglich. Ach so. Du meinst, weil ich immer drauf sitze? Ja. Geh, Mama. Hm? Müssen wir denn sowas machen? Ja. Schau, dein Vater, von dem ich mich schon lange hab scheiden lassen, der ist irgendwo im Ausland und zahlt nichts. Das Geschäft, das hab ich auch verkaufen müssen. Ne? Und der feine Herr Baumüller, ha? Was mir der alles versprochen hat. Und dann einmal und weg war er. Naja, wahrscheinlich war er so enttäuscht. Du, sei nicht frech, sonst kriegst du mit deinen 22, ich meine 24 Jahren auch noch eine. Gern mache ich das nicht, weil es nicht anständig ist. Och, mein liebes Kind, was ist heute alles nicht anständig? Also noch einmal, ja? Du bist dem Baumüller seine Tochter, bist 24 Jahre alt und hast furchtbar gelitten, weil du deinem Vater so lange entbehren musstest. Du solltest Romane schreiben. Unterbrich mich nicht. Und wenn dein neuer Vater fragt, ob du einen Leberfleck hast, dann errötest du züchtig und... Na ja, Rotwein kannst du noch, oder? Ja, Scham wegen dem Schwindel. Also schwindlig versteh ich nicht. Schwindlig hat doch mit... Schwindel? Ja, ja, Schwindli. Ja, Reise. Ja, ich hatte einen Reiseschwindel. Ja. Ich nehme an, Frau Pierzbichler und Fräulein Tochter. Ja, ja, ja. Ja. Zimmer Nummer 11, alles gerichtet. Ich nehme an, dass Sie den Reisestab abschütteln. Ja, ja, wir wollen schütteln, schütteln wollen wir. Ja. Sei ruhig. Komm, wir gehen. Darf ich Sie in die Villa führen? Das ist nicht notwendig. Wir haben unser Gepäck dort schon abgestellt. Ja. Heidi, geh mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Süßes Mädel! Entschuldigen Sie, ich wollte nur die Tasche. Ja? Ach so, bitte. Danke. Eigentlich wollte ja? Ich da, na, mit der Tasche zur Mutti. Ach so, entschuldigen. Sie gehören zum Haus? Ja, ja, irgendwie. Mhm. Hm. Sagen Sie. Ja? Sind dort, wo Sie herkommen, alle jungen Frauen so hübsch? Die meisten. Prima Gegend. Ja, ein sehr gutes Klima dort. Mhm. Und hier? Ja. Sind da auch alle Männer so, so... Ja, wie denn? Na, so männlich. Die meisten. Wir sind eine gesunde Gegend. Auch ein sehr gutes Klima da. Ja, ja, sicher. Sagen Sie... Ja? Gehen Sie gerne baden? Oh ja, sehr gerne. Ja? Na. Nein, auch nicht immer. Bei meinem Bikini sichtbar doch, dass ich keinen Leberfleck habe. Was haben Sie gesagt? Mir ist mir eingefallen, dass ich keinen richtigen Badeanzug mit habe. Also das tät mich nicht stören. Hören Sie auf, ja? Also ich meine ja nur, ich wollte sagen, wir könnten ja einen kaufen. Hm? Ja, aber ich trage nur Einteiler. So brav? Der muss mich für blöd halten. Ja, bei uns ist es so Sitte. Brave Gegend. Aber trotzdem muss ich... Ja, ich weiß. Zur Mutti. Ja, aber wenn Sie wollen, dann zeige ich Ihnen einmal den Ort, den Fluss, den Wald. Und die Wiesen. Wieso die Wiesen? Na, das ist ja Familientradition. Was ist das? Den Ort und den Fluss, den schauen wir recht gern mit Ihnen an. Den Wald, das muss ich mir noch überlegen, aber trotzdem muss ich jetzt zur Mutti. Also die Mutti muss doch nicht alles wissen. So meinen Sie? Hm? Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wirklich ein süßes Mädel. Das heißt eigentlich schon mehr eine bezaubernde junge Dame. Und die Mutti, die Mama, die muss ja wirklich nicht alles wissen. Da.
guten Tag. Sagen Sie mal, wem grüßt es denn da? Sie? Ich war ja gar nicht da. Ach so? Ja, was will denn der Herr? Was für ein Herr? Na, Sie. Ach so. Also, was wollen Sie denn? Ja, sagen Sie, ist der Herr Baumüller nicht da? Nein, der ist nicht da. So, warum ist er nicht da? Na, weil er nicht da ist. Ach so. Ja. Aber manchmal ist er aber da. Ja. Ach so, ein Flammbild. Sagen Sie, wie kenne ich denn da? Na, wenn er da ist, sehen Sie ihn ja. Netter Mensch. Und wenn er nicht da ist? Und dann sehen Sie ihn eben nicht. Gut, dann komme ich halt, wenn ich ihn sehe. Ja, morgen ist das. Ja. Ja. Ich gehe jetzt in den Zoo. Wo? Zoo. Das ist ein Tiergarten. Ja, als was wollen Sie denn dort bleiben? Nein, nicht ich. Wissen Sie, ich liebe so die Tiere. Manchmal, da wünsche ich mir, ich wäre ein Saas geworden. Ein Schaf? Sehen Sie, so geht jeder Wunsch in Erfüllung. Ich muss hart werden. Ja. Und du mit deinem Taschel? Ich arbeite mit meinem Geist. Und mein Geist? Der ruht noch. Sag gleich, ich bin ein Depp. Nicht direkt, aber du bist einfach noch zu wenig kriminalistisch geschult. Na, meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Fritz, vergiss nicht, ja? Wir sind hier, um den Mittwocheinbruch voriger Woche in der Fabrik aufzuklären. Das heißt, ich kläre und du arbeitest. Wir müssen unseren Detektivbüro flick und flock große Ehre machen. Also bis jetzt haben wir zwei noch nie etwas aufgeklärt. Aber den Mittwocheinbruch, den klären wir auch. Au, ja, so wie den letzten, wo sie mich so gehaut haben. Fast blöd haben sie mich geschlagen. Da haben sie nicht viel schlagen müssen. Ja, aber meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. René, na was denn? Warum sind wir zwei so schottisch angezogen? Ganz einfach, damit wir nicht auffallen. Nicht auffallen. Mit dem Gewand und die Fiers. So wird uns kein Mensch für Detektive halten. Nein, aber für zwei Spinner. Ja, wir sind eben reisende Schotten. Die nicht Englisch können. Wir sind Stuart-Anhänger. Protest, Schotten. Hab ich ein schottisches Protestgesicht? Nein, eher ein blödes. Ach, du bist schon wieder so hart zu mir. Schau, Fritzel, du hast das richtige defekte... Was? Das richtige Detektivgesicht. Mein lieb, harmlos, ja. Naiv, ja. Nichtssagend. Ja, aber hinter dem Gesicht, da... Ist auch nicht viel. Ach, du bist schon wieder so garstig. Weil ich einen Mann aus dir machen möchte. Wozu? Meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Also diese schottische Gewand trage ich nicht mehr lang. Das ist eine sehr kühle Angelegenheit. Hast du leicht Angst, du könntest dir irgendetwas verkühlen? Und wenn ich wo stehen bleibe, dann bücken sich die Frauen immer so, als ob sie die Schuhe richten wollen. Dabei schauen sie so komisch rauf. Also bitte auf deine Schafwollunterwäsche wird sicher keine neugierig sein. Ja, leider. Ist nämlich sehr gesund, diese Schafwollunterwäsche. Meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Fritz? Ja? Du gehst jetzt sofort Spuren suchen. Spuren? Jawohl. Ich bin doch kein Hund. Nein. Indizien. Indizien sollst du suchen gehen. Indizien? Ja,
Ich gehe Spuren suchen. Ah, schottische Gäste. I am very glad to welcome you. Oh, hello. How do you do? How do you do, my boy? Oh, buongiorno, minestrone. Quanta cosa. Das ist doch italienisch. Oh, Sisi. Sisi? I hope you had a pleasant journey. Oh, yes. I have. Erfreut. It's a very beautiful Kasten. Oh, I mean Kästle. Du, was will er? Was sagt er? You halt your Maus. Wie bitte? Your Schnabel. I hope you are satisfied with your accommodation. Oh, yes, I... Was ist denn? Ai. Paloma! Komm aus die Eier nimmer mehr raus. I like a very good bed. Ja? Do you understand me? Oder nicht? Oh, Monsieur, visage à soi la voix. Das ist doch Französisch. Oh, I don't understand you. Ja, wir sprechen das schottische Hochgebirgsenglisch. Eine Art Bergspitzendialekt. Sie sprechen ja auch Deutsch. Ja, das ist das Einzige. Das Einzige, was wir nicht konnten, war Deutsch. Aber jetzt sind wir schon 2 Monate in good old Germany, ja. Was sagst du mir? Und in Austria. Ja, da haben wir es eben gelernt. In 2 Monaten? Ja. Ein Kompliment. Und dabei sprechen Sie so ganz ohne Akzent. Ja, den haben wir gleich weggelassen. Ja, der ist in eine Gletscherspalte gefallen. Ja. Also ich nehme an, dass Sie die 2 Einbettzimmer bestellt haben. Ja, wir sind die Versteller. BB, die B-Steller. B-Steller, ja. Also die Verbindungstür kann offen bleiben. Ja, bitte. Ich fürchte mich sonst. Die Verbindungstür bleibt zu. Wir Schotten schlafen immer allein. Ja, aber wo kommen denn dann die 5 kleinen Schotten her? Also bitte, wenn Sie mir folgen wollen, die Zimmer sind in der Villa. Please come with me. Oh yes, we're coming again. Go on, my boy. Pick your fist. Hans! Ja, Hans! Was ist denn? Da komm her, was geht's denn? Der Vater, der Chef, ist ihn anrollen. Ja, lass ihn anrollen. Ja, bis er den aufgelegt. Ja, wenn er von auswärts kommt, meistens gut. Aber ich verschwinde. Ich ziehe mich in die Etappe zurück. Mhm. Grüß dich, Vater. Ja, grüß dich, mein Herr Sohn, nicht wahr? Mein Meisterwerk. Und woher kommt der strenge Herr Papa? Woher komme ich? Vom Wirtshaus, nicht wahr? Von der Alkoholverdilgung. Also ich weiß von... Lauter Arbeit nicht, wo mir der Kopf steht? In der Mieten. Du sitzt im Wirtshaus. Ja. Was hast du denn dort an? Also die paar Vierteln, die du getrunken hast. Was habe ich denn schon gesoffen? 5, 6 Vierteln. Und dann ist mir fad worden, dann bin ich Scheibenschießen gegangen. Ja, sag einmal, hast du wieder nichts getroffen? Freilich habe ich nichts getroffen, nicht wahr? Aber der Leiter von dort hat gesagt, bravo, so neu haben sie nicht ihre Leben geschossen. Ja, was ich noch sagen will, na, Vater. Hans. Na, und was gibt's denn sonst Neues? Schau, das Geschäft, es gefreut mich nicht mehr. Es gefreut mich nicht mehr. Die Steuern, es geht nichts ein. Ja, Vater, dann verkauf halt das Geschäft. Ja, von was soll man dann leben? Ja, so geht, du musst die Beklagung einer von den Reichsten in der Stadt, hä? Du, Vater, übrigens, die letzten Sommergäste sind auch schon gekommen. Na, bravo, du, bravo. Ein liebes Paar, das aber noch nicht weiß, dass es eines ist. Und Mutter und Tochter. Ja. Ich muss ja so schauen, ob sie gut untergekommen sind. Ja, Moment, Hans, was ich sage, ist die Tochter hübsch? Oh, du, ja. Hübsch ist die, lieb ist die, zum Abwuseln! Ja, weghörst, aber... Ja, na, da musst du natürlich um einen kümmern. Ja. Das ist alles um die Tochter, gell? Das ist ein Vater, was du schon wieder glaubst, hä? Ich kenn dich aber, nicht wahr? Er kümmert sich um die hübsche Tochter und ich kann mich um die alte kümmern, nicht? Na, dass du schon da bist. Gottes Wunderte, ne? Oder doch weißt, dass ich daheim bin? Ja, deswegen bin ich ja nicht gekommen.
Schwester deine Frau nicht mehr ja. ist, mache ich da alles für dich ja. und Max. Ich tät noch gern viel mehr für dich machen. Ja, für den habe ich aber Angst, was? Schau, das Leben ist doch wie eine Lotterie. Ja. Und wenn du mich zur Frau bekommst, jetzt so wäre das direkt... Ein Trostpreis. Haartreffer, habe ich sagen wollen. Schau mich doch einmal genau an. Jetzt vor Nacht mal. Was doch die blöden Witz. Ich hab auch meine Reize. Ja, die hast du aber gut versteckt. Ja. Über das reden wir noch. Ja, ich ja. muss jetzt hinunter zum ja, Zahnarzt. Geh zum Zahnarzt. Max, reg dich nicht auf, wenn ich nicht da bin, gell? Nein, ich reg mich ja nur auf, wenn du da bist, nicht wahr? Na, siehst du, zum Zahnarzt brauche ich nicht gehen, nicht wahr? Denn meine Zent und ich, wir schlafen getrennt. Weißt du, ich hab heute in der Nacht solche Zahnweh gehabt und ja. das war halt entsetzlich. Ja, Max, was soll ich nur sagen, weißt du? Ja. Mir hat heute Nacht was geträumt von dir. Ja, geträumt hat er was von mir. Das war ein Traum, Max. Ja, wir haben. Was, wir haben? Wir haben. Wir haben. Miteinander im Wald. Im Wald auch noch dazu. Was haben wir denn? Feigern brockt. Ja. Na, das geht, ne? Ich hab schon geglaubt, verstehst du mir zwei haben? Was hast du denn geglaubt, du Schlimmer? Ja, im Wald miteinander, ne? Ja. Mein Gleichelbrock, ne? Ja, also ich geh jetzt, ja, Max. Geh, ruhig. Ja. Du, Max, ja. da ist einer von der Feuerwehr draußen, ja? ja? Sammeln für die Feuerwehr, was soll ich ihm denn geben? Na, gib ihm ein paar Liter Wasser, was? Ne? Was? Ein paar Hundert, aber so. Diese Wale ist ein komisches Fahrzimmer. Was? Wie eine alte Hen. Eierlinge kann es nicht mehr, aber gucken tut es nicht mehr. Schau, Herr Baumüller? Ja, was ist denn, was ist denn? Max! Max, so geht es mir. Bitte, wer sind Sie? Fräulein oder Frau? Adelheid! Das Futter interessiert mich nicht. Ne? Wie heißen Sie rückwärts? Pirzbichl, aber du kannst ruhig Adi oder Adelheid zu mir Nein, sagen. Nein, ich will aber nicht, Frau Purz. Na, wenn, dann schon Pirzbichl. Also gut, Frau Bichl-Purz. Ne? Und? Umdrehen. Warum soll ich umdrehen? Nein, den Namen, mein. Den Namen, ja. Aber Max, erkennst du mich denn nicht mehr? Sag sie mir, warum sagst du alle, weil du zu mir? Wir haben doch miteinander... Wir zwei? Haben wir da? Oje, oje, oje. Sommer war's? Ja, das ist ja, gibt's ja immer, ne? Nacht war's? Na ja, der Finstern kann viel schägen, ne? Das war eine Verwechslung. Nein, nein, sowas wie dich kann man nicht verwechseln. Heidi, hast du zu mir gesagt. Heidi, Heidi! Aha, geschlafen haben wir, ne? Nein, vom Schlafen war kein Redner. Du warst doch so rege. Naja, das bin ich ja immer, ne? Und wo wollen Sie mich verführt haben? Oh, der Verführer warst wohl eher du, aber Max, erinnert dich. Ja, was? Sommerfest in Liebesbrunn. Liebesbrunn? Ja. Das ist schon verdächtig, Liebesbrunn. Ah, wir tanzen die halbe Nacht. Na, das ist ein Schmäh. Bei Ihrem Format ist mir zusammengehauen. Nein, ich war ja damals gärtenschlank. Gärtenschlank? Hm? Da bist du ja auseinandergegangen, gell? Und so sagtest du zu mir, komm, ich zeig dir was. Ich zeig, das ist mein Schmäh. Das sag ich immer, ne? Dann setzten wir uns auf die Wiese. Das kommt mir auch bekannt vor. In ein Ameisennest. Genau. Jetzt dämmert's bei mir, nicht? Und dann hab ich Ameisen zu essen. Ja, und bei dieser Sucherei ist es dann passiert. Da ist es passiert, ja. Nicht wahr? Fix nur mal, da ist es passiert. Und da hast du mich. Ja, ich hab dich, und du bedankst dich jetzt, aber du, der Dank gehört wohl eher mir. Schau, Max, ich bin jetzt hier. Ja, ich glaub das schon. Und, ich bin sicher, dass du da bist. Dann bitte ich dich, Max. Ja. Setz dich. Was, Post? Ja, Post, setz dich. Bitte setz dich. Na, setze mich halt, ne? Ich mein. Ich hab was zu sagen. Max? Ja. Max! Na? Du bist Vater! Ja, na, das ist ja Neuigkeit, nicht wahr? Und dieser stolze, große Sohn ist mein Kind. Ja, aber du hast auch eine Tochter. Eine Tochter?
Doch. Du wirst ja wahr was davon wissen. Ne? Ich sag's dir doch grad. Damals in Liebesbrunn ist eine Tochter entsprungen. Ein Sessel! Sieht's ja schon! Bitte, was ist entsprungen? Wo ist entsprungen? Ein Kind, eine Tochter. Du, genau vor 25 Jahren ist das passiert. Max, stell dir vor, sie hat sogar denselben Leberfleck wie du. Ein sitzendes Häschen. Ein sitzendes Häschen, so wie ich? Die Kleine hat auch den Hosen einmal. Ich meine. Rückwärts. Das muss ich mir gleich anschauen. Aber das geht doch nicht, Maxi. Sie ist doch schon 24 Jahre alt. Ja, das möchte mich ja nicht stören. Nicht? Das stört mich ja nicht. Stell dir vor, ich bade gerade die Heidi. Muss das drum mal, kann sie noch nicht baden? Na ja, damals, wie sie klein war. Klein war sie auch. Sie liegt da und ich trockne nicht. Da liegt sie auf dem Polster. Am Bauchel ist ja, so lieb. Und ich trockne und trockne und trockne. Mensch, die muss dann los gewesen sein. Was sehe ich? No? Ich glaube, ich fall um. Genau wo du deinen Leberfleck hast, hat sie auf ihren kleinen Popotscherl denselben. Und wie ich mir dieses Popotscherl so anschaue, denke ich mir, nein, der Vater, der ganze Vater, diese Ähnlichkeit. Wie du das Popotscherl angeschaut hast, hast du gesehen, dass wir... Du hast mir doch damals im Kaffeehaus, wie wir uns nach unserer Nacht getroffen haben, genau beschrieben. Nee, weil ich auch alles erzählen muss, nicht wahr? Also dort in Liebesbrunn hast du mich zum Vater gemacht. Na, du mich zur Mutter? Ich dich zur Mutter. Jede Ameise, die da will ich strangulieren. Na, ja. Max, jetzt wo du die ganze Wahrheit weißt, freust du dich. Und wie? Und weit und lieber, da muss die Viertelstunde spazieren. Wenn ich ein Adler wär und ihr gewährt, oh Thomas, gut, dass du da bist. Du. Wenn deine Socken noch einmal so große Löcher haben, nachher kannst du das selber stopfen. Wie wär's deinen Socken schon so? Was die blöden Witz. Sag einmal, was machst denn du da? Was weißt du? Du wirst doch da nicht rauchen wollen. Ja, wollen da nicht schon. Aber du tust das nicht. Du weißt, ich mag den Gestank nicht im Zimmer, außer dem vertrage ich nicht. Wieso, der Max raucht wer? Ja. Wer? Der Max? Verzeihung. Der Herr Chef, habe ich sagen wollen. Ja. Wenn der Max. Na, wieso jetzt auf einmal Max? Ja, für mich der Max. Weil ich bin seine Schwägerin und ich kann Max sagen, so oft ich will. Ja, wenn es ihm recht ist, von mir aus. Nicht, was dabei bin ich jetzt nur seine Schwägerin, aber das kann sich bald ändern. Ja, vielleicht haut er dich bald aus. Wer gleich die aussehen? Brauchst nicht, ich geh schon versöber. Nur damit ich den Fans Nasel nicht störe mit meinen ordinären Pfeifen da wogen. Ja, mein Lieber, du bist ja auch nicht mit einem Wasser, sondern mit einem Eau de Cologne taufgefahren. Das geht dir ein Schmarrn an, mit was ich tauft bin. Ha, aber wenn ich erst hier Chefin bin, nachher fliegt er. Wer fliegt? Wo? Weißt schon wer? Wann wer fliegt? So bestimme ich das. Da ist keiner sicher. Ja, was ich dich fragen wollte. Wie war es denn gestern mit dem Zahn? Hat er dir recht weh da? Nein, ich habe nur an dich gedacht und da habe ich den Zahn überhaupt nicht gespürt. Interessant. Wenn ich an dich denke, dann war ich nicht weh. Max! Was hast du denn? Mir hat heute Nacht schon wieder was dran. Schon wieder was? Waren wir wieder in Wahrheit? Nein. Diesmal hat man was anderes dran. Aber bitte nicht von mir, da zählen wir es nicht, weil ich wollte es nicht aus. Nein, nur indirekt. Nein, nicht indirekt. Also was war es denn? Mir hat geträumt. Nein, ich kann es nicht sagen. Na, dann sag's nicht. Ich muss aber. Die muss immer. Ich hab geträumt. Ja. Ich bin vor dem Spiegel gestanden. Ja. In Adams Kostüm.
Nein, nein, du wirst sie, du fällt der Stiegel nicht. Ich meine, du meinst den Eva-Kostüm, ne? Ja. Und du, was noch gerade bist gestanden? Ja. Vor dem Spiegel? Ja. Der arme Spiegel, ne? Ja, und wie ich so ganz bloß und ohne allen vor dem Spiegel gestanden furchtbar, bin. Ne? Furchtbar, da habe ich erst gesehen, wie schön ich bin. Max, glaubst du, das ist eine Sünd? Na, Sünd war es nicht, aber ein Irrtum, ne? Jetzt wollte ich dich was fragen und jetzt habe ich es vergessen. Na, also, frag mich nächste Woche, mit der Wurst. Es ist mir schon eingefallen. Der in der Rinderfalls der weibliche Sommergast, ha? Der gefällt dir. Ja, was für einer, mir gefallen alle, nicht? Wenn ich angeschaffen bin, gefällst mir du auch, nicht? Oh, die erste Zeit ein paar Tage da ist die Gefühle. Ah, das Dickerl. Ja, die hätte schon Reize zum Reizen, ja, nicht? Ja, ein bisschen auseinandergegangen sind ja, schon. Ja, Ruhmsfigur ist halt, nicht? Vergiss nicht, dass ich auch noch da bin. So was kann man nicht vergessen. Ich gebe dir einen guten Rat, pass auf. Träum du Sachen von mit ihr weiter, gell? Alles Mögliche kannst du machen, gell? Und ich hol mir dabei an die Platte, ne? Bei mir, da hättest du doch alles. Ich werde aber sagen, schau dir das Dickerl an, dann wirst du sehen, was da fehlt, gell? Gerade das Zweite, das Zierliche ist doch das wahre Schöne. Naja, das stimmt schon, ne? Da war einer so zierlich. Aber frisch muss es halt sein, ne? Geh du fängst dich auch schon ganz schön zum Verwöhnen an. Naja, ein paar Bladeln habe ich schon verloren, ne? Aber die Äste sind noch gnarrig. Max! Was? Meine Schwester! Ist schon wieder da! Die schaut von dort oben runter auf dich. Dieses Weib gibt keine Ruhe. Und die tät sich schwer krempen, wenn es uns zwar nichts werden tät. Und das eine kann ich dir sagen. Wann du von der Dicken nicht runtersteckst! Was, die war ja noch gar nicht oben! Nachher mache ich eine Schwammerlsauce aus Fliegenpilz. Und da kriegt sie so eine große Portion. Du hast recht. Und kostet erst ein paar Mal ordentlich. Dass wir sehen, ob es wirkt. Ne? Guten Tag. Sie schon wieder? Ja, sag Sie, ist der Herr? Herr Baumüller, ich weiß schon, ja, der Herr Baumüller. Wieso wissen Sie denn das? Ich weiß, letzte Mal auch noch Herrn gefragt haben. Ne? Ach so, hab ich das? Ja. Wieso, was wollen Sie denn von Herrn? Ich möchte gern. Na, was möchten Sie denn gern? Ne? Das sag ich nicht. Ja, wenn Herr Baumüller, sagen Sie es schon, gell? Vielleicht. Herein, achso. Danke. Wann ist er denn einmal da? Manchmal. Achso. Naja, dann komme ich halt manchmal her. Ja, machen Sie das. Dann muss ein Traktor gestraft werden. Soll ich den Herrn Baumüller vielleicht was ausrichten? Nein, das kann nur ich ihm erklären. Denn dazu muss man intelligent sein. Und das sind Sie? Hey, wer denn sonst? Also gut, ich gehe jetzt wieder. Ja, in Zoo. Wo? In Zoo, ich meine in Tiergarten. Sag Sie, wieso wissen Sie denn das? Weil das letzte Mal auch kein Tee gegangen sei. Also, wissen Sie, am liebsten, da bin ich bei... Ja, bei den Schafen, ich weiß schon, gleich und gleich gesellt sich gern, gell? Also beleidigen Sie die Schafe nicht, ja? Die sind nämlich gescheiter wie wir zwei zusammen. Ja. Sie, im Einzelfall glaube ich Ihnen sogar. Wie hat Ihnen denn der Spaziergang gefallen? Sehr schön, Wasserhahn. Sehr schön. Ja. Bei uns ist alles sehr schön. Ne? Ja, Fräulein Heidi, bleiben Sie länger? Naja, es könnte länger dauern, als ich gedacht habe. Die Mutter hat gerade mit einem Geschäft zu tun. Aha, die Frau Mama ist sehr geschäftstüchtig. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, und
Das freut Sie natürlich. Na, in diesem Fall eigentlich nicht so. Also, die Frau Mama wird schon wissen, was sie tut. Na, hoffentlich. Ja, also, dann bleiben Sie ja länger hier, nicht? Mhm. Was wird denn da Ihr Freund dazu sagen? Aber ich hab da keinen Freund. Was, Sie haben keinen Freund? Das ist aber schön. Ich meine, das kann vorkommen, nicht? Wie kommt denn das eigentlich? Na, wissen Sie, ich habe wohl einen Freund gehabt, aber wir haben uns nicht verstanden und da finde ich, sowas geht besser rechtzeitig auseinander, bevor beide daran zu brechen. Also, so schlimm wird es doch nicht gleich sein, ha? Na ja. Aber mir ist das nur recht. Ja? Wieso ist es Ihnen recht? Hm? Na ja, ich meine, dadurch sind Sie nicht belastet. Aha. Fräulein Heidi, was würden Sie sagen, wenn Sie ganz da bleiben würden? Ganz? Ganz. Ja, also, das könnte ja vielleicht passieren. Ja? Aber das kommt ganz auf die Mutti an, auf dieses geschäftliche Unternehmen. Aha. Und was die Mutti will, muss seine brave Tochter natürlich tun, ne? Ja, stimmt. Aber spazieren gehen wir schon wieder, ha? Gern. Wenn Sie Zeit haben. Ja, wir können auch eine Fahrt mit dem Wagen machen, ha? Und baden könnten wir auch einmal gehen. Aber Sie wissen doch, ich muss mir erst einen Einteiler kaufen. Warum nehmen Sie denn keinen Bikini? Der ist doch viel sportlicher. Ich verkühle mich ja so leicht. Aha. Und der Einteilige, der schützt vor Verkühlung. Ja, der schützt vor Verkühlung. Aber jetzt muss ich zu Mutti. Weil die hat ja Angst, ich weiß nicht, wo ich so laut bin. Ist sie so ängstlich? Na, hin und wieder ist sie sehr mutig, zu mutig. Also dann, Dankeschön und auf Wiedersehen. Fräulein. Hm. Heidi, wo bist du denn? Ich such dich über. Na, da bist du ja. Ja, Mama, ich wollte echt gerade zu dir gehen, ganz. Ja, ja, die Heidi hat mir gerade erzählt, wie ängstlich sie sind, wenn sie über die Zeit wegbleiben. Ja. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss zur Arbeit. Ah, arbeiten tun Sie auch nicht, nur spazieren gehen? Ja, ja, manches Mal. Ich meine, manches Mal gehe ich spazieren. Die meiste Zeit tue ich arbeiten. Also auf Wiederschauen, gnädige Frau. Wiederschauen, Fräulein Heidi, und vergessen Sie nicht, was wir ausgemacht haben. Was habt ihr euch ausgemacht? Nix, nur dass wir mal... Was einmal? Dass wir mal baden gehen. Oh, na, das muss ich mir noch gut überlegen. Heidi, verplappere dich nicht, du weißt, die Leute wissen noch nicht, dass der Bau Müller dein Vater ist. Mein Vater sein soll, mein Sohn. Wenn uns er hört, für dich ist er jetzt dein Vater. Ich habe es dir bis vor kurzem verschwiegen, aber jetzt weißt du es. Und der Leberfleck, wenn er nach dem fragt, auf der rechten Seite sitzt er. Der Leberfleck? Na, was denn sonst? Na, was denn sonst, der blöde Leberfleck? Mama, der Hans, der... Und was, der Hans? Na, der Hans, der junge Herr Baumüller. Der hat mir eingeladen zum Baden, ne? So. Na, und mit dem Bikini, mit dem Tanga. Ja, kein Fleck, kein Bad. Mama, gibt es nicht irgendeine Farbe, die wasserunlöslich ist, dass wir dann ein kleines Haserl raufmalen auf die Backe, auf die rechte? Ich kenne keine solche Farbe, aber bitte, ich werde mich erkundigen. Vorläufig gehst eben nicht baden. No. Aber mit so einem alten Einteiler, da tät's ja gehen. Ja? Na du, ich hätte ja einen. Ja, aber da verlieren wir drin. Den kann man ja enger machen. Ich brauche ihn jetzt sowieso nicht. Ich gehe ja nicht baden, mir ist es viel zu heiß. Zu heiß zum Baden? Ja, sag mal, wann gehst du baden? Zu Weihnachten? Aber, ja. Mami, wenn du mich lieb hast, dann sagst du den Herrn Baumüller, dass das alles ein Witz war. Es war doch schön vor 25 Jahren, oder? Schön? Schön kurz. Aber bitte, bitte, es war damals das Fest, die Stimmung, jung war man, fesch war er auch, der Herr Baumüller. Naja, damals war er fesch. Ich bin ja leider auch kein so ein Blümlein mehr. Ein Blümlein warst du? Ja, ja. Eine schöne, sprießende Blüte. Oh, du. Die Männer sind mir nur so nachgerannt. Siehst du, Mama, wie sich das ändert und jetzt rennst du den Männern nach. Du, sei nicht frech. Ich renne ihm nicht nach. Ich will ihn nur an seine Pflicht erinnern. An was für eine Pflicht? Ach, hör auf. Komm, wir gehen jausen. Ich weiß nicht, vor dem blöden Gerede kriege ich einen Hunger. Immer wenn ich mich aufrege, kriege ich einen Hunger. Viel Aufregung in letzter Zeit, gell? Heidi! Mama, warte ein bisschen. Du, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Da geht irgendwas schief. Aber Mädchen, wenn man was erreichen will, muss man siegen.
oder bei hochkantig hinausfliegen. Fritz! Fritz, komm! Die Luft ist rein! Was ist rein? Die Luft, du Idiot! Schon wieder so ein Name. Also meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Fritz, pass auf. Ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Mittwocheinbrecher ist. Ja! Ja! Wieso? Mit dem, was dir da oben fehlt, ja, habe ich es nämlich schon fast herausbekommen. Mir soll da oben was fehlen? Also meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Fritz, mir fehlt nur mehr das Tüpferl auf dem I und wir haben ihn. Und wo soll ich den Tüpferl suchen? Den finde ich nie. Das weiß ich. Du gehst jetzt in die Fabrik und suchst dort nach Fingerabdrücken, gell? Ja. Bei 200 Arbeitern soll ich nach Fingerabdrücken suchen. Fritz, du sollst doch auch nur in dem Zimmer suchen, wo der Einbruch stattgefunden hat. Ja. Ich mag nimmer. Fritz, du gehst jetzt und tust, was ich dir gesagt habe? Nein. Fritz? Nein. Fritz? Ja, ich geh. Wenn du brav arbeitest, kriegst du dann vielleicht von mir ein ganz ein liebes Busserl. Ja, immer noch Appetit machen und dann... Aber zum anderen könnt sie auch kommen, wenn du nur ein bisserl gescheiter wärst. Ich möchte doch einmal kluge Kinder haben, ne? Da würde ich mich schon anstrengen. Glaub eher, da werde ich mich sehr bemühen müssen. Also komm her, kriegst ein Busserl. So, aber jetzt geh. Gut, noch eins. Nein, nach der Arbeit. Ja? René? Na was denn? Ich liebe dich. Ich weiß, mir bleibt nichts erspart. Aber ich mag dich ja auch. Ja, das weiß ich sowieso, weil meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. René, wen hast du denn als Täter im Vivi... Was? Im Vivi... Ah, draußen rechts die kleine Tür. Danke. Na! Wen hast du als Täter im Vivi... Ah, du meinst im Visier? Visier, ja. Fritz, der Baumüller... Du, sein Schulwart hat mir erzählt, dass er schon als Kind... Was? ...Buntstifte unbekannter Art mit nach Haus genommen hat. Entsetzlich. Ja, dann bitte, seine ewige Streiterei mit dem Fabriksbesitzer Zeller. Beweis auf Beweis. Beweis auf ein Beweiskettel. Ja, und dann bitte, noch dazu, er war in der fraglichen Nacht nicht zu Hause. Der Baumüller ist ein Kleptomane. Das ist doch wurscht, bei welcher Partei der ist. Ein Kleptomane, ja? Ein zwanghafter Dieb. Ich brauche nur mehr seine Fingerabdrücke und wir haben ihn. Jo. Ja! Jetzt haben wir ihn! Aber bitte, der Baumüller! Na, das Beweiskettel! Der Visierpunkt! Ihr Freund, der scheint da unten nicht in Ordnung zu sein. Bitte, wie meinen Sie das? Na, deppert ist er, nicht? Ja, aber Herr Baumüller, gut, dass wir zusammen sind. Ich möchte nämlich mit Ihnen sprechen, aber geheim. Na, da sind Sie bei mir richtig, ja? Nicht wahr? Bei mir geht's da rein und da raus, also verkehrt. Also passen Sie auf, Herr Baumüller, es dreht sich nämlich um den Mittwocheinbruch voriger Woche in der Fabrik. Warum interessiert Ihnen das? Also bitte, mich interessiert jedes Verbrechen. Ja. Also ich lese jeden Kriminalroman. Nein, ich nicht. Sie lesen vielleicht Tolstoi, Hemingway, Heine? Nein, ich lese Telefonbuch, ne? Herr Baumüller. Ja, was soll's sein? Wo waren Sie in der Nacht des Einbruchs? Und was taten Sie? Was ich getan habe? Na ja, dasselbe, was Sie mit Ihrem Fritz getan haben, nicht wahr? Also bitte, der Fritz hilft bei mir. Wie soll ich Ihnen das erklären? Naja, ich war bei einer... Spenderin, nicht wahr? Ja. Bei was für einer Spenderin? Vielleicht bei einer Fabriksspenderin? Nein, bei einer Freudenspenderin, nicht wahr? Genauso wie Sie mit Fritz, nicht? Und ich spende dem Fritz nichts, ich befruchte ihn. Mein Lieber,
habe ich noch nicht gehört. Also von einem Retortenbaby habe ich schon gehört, aber das ist mir neu. Ich befruchte ihn mit meinem Geist. Aha. Ich lerne ihm vieles. Ach, das kann er auch nicht. Da ist ein Arztblatt dazu. Ne? Kann doch jeder. Ne? Nein, bitte, das kann nicht jeder. Nein, das kann ich schon. Verlange sehr viel. Aber er lernt sehr brav. Er lernt sehr brav. Sind Sie so eine gute Lehrerin? Ja. Darf ich mich als Schüler anmelden? Nein, danke, Herr Baumiller, vielen bitte, Dank. Ja, bitte. Ich muss ihn auf ja, die Probe die stellen. Nicht mehr Herr Baumiller, Herr Baumiller, passen Sie. Ja, was haben wir wenn denn? Wir in ein Kaufhaus gehen. Ja, ja, Kaufhaus, ja wir gehen jetzt, ne, wir gehen jetzt in ein Kaufhaus. Na, angenommen, ja, angenommen, wir gehen jetzt in ein und Kaufhaus. Wir kommen jetzt an diesen großen Tischen vorbei. Aha, aha, aha. Und diese schönen, wunderschönen Sachen hier. Ach, da liegt schon so ein Ding. Ja, lauter ja, schöne Sachen, Herr Baumiller. Was liegt denn da oben, da oben? Ein Hemd. Ein Hemd, ja. Und wenn die Frau. Da liegt auch was. Eine Krawatte. Und da liegt der Busen heute. Ja, und wenn die Verkäuferin sich dann umdreht, ja, dann sehen Sie ihr nach. Warum ist der rückwärts so schön anzuschauen? Aber nein, Sie schauen ihr doch nicht wegen ihrer Schönheit nach. Das hast du eh nicht. Ne? Aber nein, Sie schauen ihr nach. Denn ja, wenn Sie sich umdrehen, ja, Herr Baumüller, dann würden Sie sich erschrecken. So schier ist das. Aber nein, wegen Ihnen. Ich bin ja auch nicht so grausel. Ne? Ich mein, Herr Baumüller, passen ja, Sie auf. Na. Sagen wir stehen jetzt hier vor einem Schmucktisch. Da ist ja? Ein Schmucktisch. Ja, ja. Es glitzert. Überall. Und glitzert. Da im Kaufhaus. Und glitzert. Ja. Ja. Und wenn die Verkäuferin sich dann umdreht. Ja, dann glaubt sie, ich bin der Niklo, nicht wahr? Nein, Herr Baumüller, wenn Sie diesen glitzernden Schmuck sehen, ja, ja, dann zuckt es doch bei Ihnen. Bitte, wo zuckt es? Und es überfällt Sie die Lust. Nach der Verkäuferin? Nein, nach dem glitzernden Schmuck. Aha. Und dann machen Sie es. Mit der Verkäuferin, ne? Nein, Herr Baumüller, sondern so! Ah! Tun Sie es öfter? Mit der Verkäuferin? Wann haben Sie das erste Mal? Fragen hat die Herr. Naja, das war schön das erste Mal, wunderbar. Mit unserer Mösbeißküche. Ich hab mir so viel. 17 war ich. Nicht früher? Nein. Warum nicht früher? Ja, weil ich mich geschämt habe. Aber nachher empfanden Sie immer Reue. Was? Ja, zuerst die Befriedigung und dann die Reue. Dann haben wir uns durchwegs gefallen. Herr Baumüller, ja, sagen Sie, Herr Baumüller, ja, kennen Sie das Spiel zu zweit? Na fein, das ja, zu zweit, das Spiel. Die war tausende alt, ne? Ja. Jetzt sind schon neue Variationen, nicht wahr? Zu dritt und zu viert und dann. Ich weiß eine Partie mit Öfe, ne? Ist nur sehr blöd, da muss immer einer passieren. Herr Baumüller, ja, jetzt geben Sie mir doch bitte Ihre Hand. Ja, gern. Jetzt machen wir eins, ja, zwei, aha, drei. Ja. Vier und fünf. Danke, Herr Baumüller, danke. Spielen wir nicht weiter? Vielleicht, Herr Baumüller, vielleicht. Aber vielleicht spielen wir zwei noch ein ganz anderes Spiel, Max. Was hat's denn? Es täte mir furchtbar leid, wenn gerade Sie, aber ich bin in der Hoffnung. Was? Ich hoffe wegen Ihnen, aha, Max, wenn ich Sie mir aus einem Gitter schauen, vorstellen, Max. Maxi, das wäre furchtbar! Warum soll ich aus dem Gitter vor rausschauen? Ich bin kein offener, ja. Aber ein blödes Spiel, das schau ich. Ja, sowas, ich bin ja dran, der hat ja. Der hat ja Fingerabdrücke genommen, nicht? Das habe ich gar nicht gekannt. Ja, ja, warum denn? Nicht? Na, vielleicht sammeln Sie es mal. Ach, du bist ja du, Herr Chef. Ja, was hat's denn? Zwei Frauen sind draußen, ein Junge und ein Alte. Ein Junge und ein Alte, was wollen Sie denn? Ja, Kopf, wir haben es vom Föhn. Na, da waren schon beim Doktor. Na, so arg ist es auch wieder nicht, haben sie gesagt. Ja, aber Sie haben von den Trankern gehört. Ja, ja, ja. Bring sie mir ein Arbeitszimmer. Ja, ist recht. Die hol die Kopf mit drüben. Ja, was ich sage, ich
Ein Alte ist ja der Junge. Ja, heute und der Junge, ja. Ist der Junge hübsch? Ja, sauber. Ja, das soll sie oben frei machen. Ja. Oben frei machen wegen dem Kopf? Ich muss da untersuchen, nicht? Na, die Alte? Die bleibt anzogen. Sie sind's. Ja. Was wollt's denn? Ich möchte den Herrn Baumüller sprechen. Für jeden hat der nicht Zeit. Für mich wird er Zeit haben. Ah. Haben Sie ihn schon so weit? Wie weit? Na, Sie wissen ganz genau, was ich meine. Diese weiblichen Sommergäste, wie Sie einer sind, die habe ich schon gern. Na, Sie sind. Was haben Sie denn gegen mich? Na, diese gefärbten Augenbrauen und dann die angeschmierten Lippen und dann diese Geherei, das Schwingen. Das können Sie leider nicht, weil Sie nichts zum Schwingen haben, gell? Dass ich nicht lach. Ich kann schwingen, was ich will. Ja, den Kochlöffel. Ich weiß ja gar nicht, warum ich mich mit Ihnen da herstelle. Ja, das möchte ich auch wissen. Stellen Sie ihn aber anders hin und holen Sie mir den Baumüller. Für Sie immer noch der Herr Baumüller. So eine eingebütete Funzen. Widerliche Person. Sie die einbüht. Der ja, was will denn mein Ameisenmädel? Mit dem Unsinn reden will ich mit dir. Aha, was kostet's mir denn? Nichts. Nichts, da setz ich mich nieder. Ich möchte dich etwas bitten. Na, da bleib ich lieber stehen. Nein, ich möchte dich ersuchen, dass du mir einen kleinen Betrag leist, dass die Heidi und ich uns ein kleines Geschäft das aufmachen können. Das ist erst was die Heidi, mein Kind, kann ich doch... Nein. Du, ich selber, nein, was weiter. Ich will für nichts bezahlt werden, was schon lang vorbei ist. Aha, aber jetzt nahm es was dafür, nicht? Was? Bitte, sei nicht frech. Zahl es dir selbstverständlich zurück. Ich will kein Almosen. Ich weiß, du bist mir dankbar, dass ich mich dir damals geschenkt habe. Schenken, der war wohl eher ich. No. Die Heidi, ha? So was Hübsches. So was Liebes, ein Geschenk, so was bringe nur ich zusammen, nicht? Ich meine. Gott sei Dank schaut sie dir nicht ähnlich. Sie sind nicht nein, ähnlich? Nein. Und der Hose? Ach, so was. Der Hose an der Lände, am Ding. Wer hat denn schon Hosen? Aber bitte, ich auch schon was. Na, du wirst nicht einmal einen Maikäfer, ne? Nicht einmal ein Glühwürmchen, ne? Das hätte ein Stopplicht verwenden können, ne? Es hat sich aber noch niemand beschwert darüber. Aber die Frauen, weißt du, die Weiber, wie die scharf waren auf den Hosen. Schneid doch nicht auf, gell? Okay. Da brauche ich nicht aufschneiden, nicht? Sie wollten ihn sehen und ich war nicht kleinlich und habe ihm manche gezeigt, nicht? Die Neugierde ist wohl das Einzige an dir, das einem reizen könnte. Ah, das, was wir auf der Wiesen getrieben haben. Ha? Ah, schon was. Ah, schon was, ha? Und die halbe den auf, haben wir getanzt? Ich hab getanzt, weil kein anderer da war. Bravo, nicht wahr? Na, warum bist du da mit mir auf die Wiese gegangen? Ja, weil ich betrunken war. Ach so, ja. Wenn du nicht angesoffen gewesen wärst, wärst du gar nicht mitgegangen. Nein. Und trotz des Rausches nur zögern. Dabei bist du gerannt, dass ich dir nicht nachgekommen bin. Weil ich dir entkommen wollte. Ah, du hast dich gleich niedergesetzt. Ne? Und noch dazu auf ein Ameisennest. Alles Berechnung. Glaubst du, ich war neugierig auf diese beißenden Viecher? Auf die Viecher nicht, aber auf meine Suchereien. Ne? Okay. Ich habe damals eine Enttäuschung hinter mir gehabt und dann betrunken war ich auch ein bisschen und da ist es eben passiert. Aha, und weil kein anderer da war, hast du mich genommen. Jawohl, mir war alles wurscht. Ah, der Wurschtel war ich. Ja. Und so redst du mit dem einzigen Vater von deiner einzigen Tochter? Ja, so ist es halt. So ist es halt. Na, Frau Putzbier, Frau Heidi, ist blöd von dir. Blöd von dir, dass du so redest mit mir. Jetzt, wo ich angefangen habe, mich wieder in dich zu verlieben. Heidi, vielleicht hätte ich da sogar meinen Hosen gezeigt. Ja. Jetzt nimmer. Nimmer. Jetzt geh. Dann schauen wir beim Spiegel selber an. Was soll ich machen? Aber das hat er verdient. Lang hat die Rederei dort.
Was für einen Hasen hat er Ihnen zeigen wollen? Ah, Sie haben gehorcht? Ja, 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 gehorcht schon, aber leider nichts gehört. Nichts jedenfalls also von dem Hasen da, nicht? Ja, der Herr Baumüller und ich, wir gehen in den Wald und da zeigt er mir einen sitzenden Hasen. Ausgerechnet, wenn er mit Ihnen in den Wald geht, wird sich ein Hase hinsetzen. Ja, seiner sitzt immer. Und ich dulde es nicht, dass Sie mit ihm spazieren gehen. Nur Sie wären mir froh. Jawohl, weil ich bin die Schwester von seiner verstorbenen Frau. Na, ah, schon was. Ja, das ist was, weil Sie sind keine Schwester von seiner verstorbenen Frau. Na Gott sei Dank, sonst wäre ich auch so schier. Wie wollten Sie sagen? Wenn Sie glauben. Sie machen Sie mich nicht wütend. Ich bin furchtbar in meinen Zorn! Oh, furchtbar als jetzt können Sie aber wirklich nicht mehr werden. Sie vergreifen mich gleich an Ihnen! Ja, dann probieren Sie, aber rufen Sie gleich die Rettung an. Damit Sie ihn gleich anholen, aha. Was? Sie ausgepresste Zitrone. Ausgepresste Zitrone. Na, Sie haben's nötig. Sie. Asphaltpflanze! Asphaltpflanze. Na, was? Komm her! Deine Haare kehren jetzt mir! Und ich häng mir deinen Skalp im Zimmer! Na, das werden wir sehen! Hört sie auf, was soll denn das? Ach, hör auf! Die erste Runde beginnt erst! Ich bin ja froh, dass Ihnen eine Tochter kommen ist. Sie machen da nicht die Hände an Ihnen schmutzig. Ein Glück für Sie, jetzt können Sie wenigstens weitergiften, Sie. Sie? Fangen Sie schon wieder an! Komm her, du Biskorn, jetzt wird eine weniger Zeit! Na, was soll denn das? Jetzt werde ich gleich wütend und dann gibt es große Zittern! Ah, ich gehe! Aber Sie! Sie bleiben auch nicht mehr lang da. So, und jetzt geht mir dieses Weibsbild die Flintbild suchen. Gut, dass du gekommen bist. Ich hätte dieses Frauenzimmer zerstückelt. Gib mir zu an, alle, die du zerstückelt hast, rennen heute noch. Ich hätte aus dir einen... einen Flickerteppich hätte ich aus dir gemacht. Du, weißt du, was die zu mir gesagt hat? Asphaltpflanze, mir. Ich bin niemals eine Pflanze gewesen. Na dann schon, ja, stämmiger Baum. Ruf jetzt du, Anna! Anstatt, dass du mir dankbar bist, dass ich dir mit der nicht wasserlöslichen Farbe einen Hosen aufgemalt hab. Jetzt ist ja dein Bikini-Baden, steht ja nichts mehr im Wege. Hast das nicht lacht, das schaut ja aus wie ein sitzendes Känguru. Aber nur, wenn man genau hinschaut. Wozu hab ich denn ein Bikini an? Vielleicht schaut jemand genau hin. Na, zum Sonnenstreuen, meine ich. So, ja, wegen dem auch. Na? Sag Mama, was ist, wenn das Känguru mit Wasser nicht runtergeht? Aber wir haben doch eine Lösung bekommen. Na, hoffentlich. Ich sag nur Känguru. Aber hör auf. Okay? Ich hab bis jetzt nur Landschaften gemalt. Ich hab von diesen kleinen Socken noch keine Praxis. Was ja, du musst halt trainieren. Ach. Mama. Ach ja. Mama, sag einmal, warst du schon mal richtig echt verliebt? Ach, du meinst, wenn ich der dann ein anderer... Nein, ich meine kein anderer mehr, ja. Ist mir auch schon passiert. Und ist es dann die echte, die wahre Liebe? Ja, mein Kind. Und was ist, wenn man sich geirrt hat? Ich irre mich nie. So. Weißt du, Mama, ich habe jetzt nämlich diese echte, diese wahre, diese Liebe, die habe ich jetzt in mir. Was hast? Verliebt bin ich, Mama, verliebt. In einen Mann? Nein, mein Känguru. Wer ist es? Ich kenne ihn. Freilich. Na, wer denn? Der Baumüller. Mein Schlampertsverhältnis? Nein, das Junge von ihm. Der Junge von ihm. Nein, also diese Baumüllers, die verfolgen uns ja wie wild gewordene Hornissen. Na und er, was sagt er, liebt er dich? Was sagt er denn, hat er sich erklärt? Ah, aber er schaut mich immer so an. Du bist in deinen eigenen Bruder verliebt. Das heißt nur Bruder, in diesem Fall bin ich nur die Betrugsschwester. Aber jetzt grad, wo ich dich mit meiner Hasenmalerei... Känguru. Hasenmalerei. Känguru. Hasenmalerei! In die Baumüller-Familie eingeführt habe. Führe ich mich auf meine und anständige Weise ein. Nichts da, es bleibt alles, wie es ist. Und der Hase... Känguru. Der Hase bleibt auch dort. Und jetzt suche ich mir diese Lösung. Und weg ist es dann wie nichts, dieses Känguru. Ich weiß nicht, wie er das sagen soll. Was ist denn? Ne? Also, Vater, ja.
Ich habe mich verliebt. Ja, das kann passieren. Ja, ja, dir passiert das heute noch. Ja. 55 wirst du und kein bisschen weise. Ja, weil ich immer ein Mann bin, ein richtiger Mann. Manchmal, ne? Schau, ich meine halt, dass du nur noch so väterliche Gefühle haben solltest, nicht? Aber kaum siehst du irgendwo ein Schierzen, rennst dir schon noch. Ja, aber Vater, über deinen Lebenswandel wollte ich ja gar nicht reden. Ne? Ja. Du wirklich, ich hab mich verliebt. In was Weibliches? Na klar, was denn sonst? Du so verliebt, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich mein weiteres Leben in der Zweisamkeit verbringen könnte. Ja, wer ist denn die Zweisamkeit? Unser Sommergast, die Heidi. Die Mutter von der Tochter oder die Tochter von der Mutter? Ja, na, die Jüngere, die will ich heiraten. Der will seine Schwester heiraten. Hans, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich selber bin. Was? Was, du selber? Ja, Vater, sag einmal, bist du schon ganz? Was hast du ich meine, ich will ja nicht unhöflich sein, aber die ist doch viel zu jung für dich. Warum für das? Also, Vater, die kannst du mir nicht wegnehmen, weil ich sie mir nämlich nicht wegnehmen lasse. Das Mädel wird meine Frau. Ja, du Rotzmann, du hörst mir. Wie redst denn du mit deinem Hersteller? Hersteller? Kunststück. Nein, der Stolz, was die braucht, nicht wahr? Weißt du, was das für eine Kraft dazu gehört hat? Für eine Anstrengung. Anstrengung. Du hast sehr viel Freude dabei gehabt. Wieso warst du das? Also Vater, du verschwendest doch unnützerweise deine Gefühle an deine Gefühle sind väterliche. Also jetzt hör auf mit deinen väterlichen Gefühlen, du Lustmolch! Was bin ich? Ein Lustmolch! Den kenne ich ja gar nicht. Schau dir den Spiegel, du Sexualpharisäer, du Schmalspur-Casanova! Ich schmiere ihn für eine. Weißt du, was ich jetzt tue? Na? Ich wandere aus! Das ist eine Idee. Geh nach St. Pölten. St. Pölten, Blödsinn. Ne? Nach Dings, Gary, nach Dings. Nach Dings, du geh hin. Wunderbar, in Ding, du war ja auch schon, ne? Ich war ja Mittelding, Schau, muss ich das von Hosen erzählen vielleicht? Hans, sie hat einen Hasen, ne? Von mir aus eine ganze Zucht. Die hätte doch kein Blut, ne? Also, überhaupt, ich hab doch gesehen, wie sie gekommen sind. Hose war doch keiner dabei. Ja, sie versteckt hat gehabt an einer schwer zugänglichen Stelle. Vielleicht ein Kaninchen. Kaninchen, der. Ein Leibhase. Einen Leihhasen? Ist ja kein Auto, nicht, hörst du, Mann. Ist ein Trottel, mein Bruder, was? Also jetzt sag einmal, wo soll sie den Hasen haben? Ja, wo soll sie den haben? Versteckt, nicht wahr? Ja, aber wo? Ja. Hä? Das ist blöd, oder? Ich zeig das bildlich, nicht wahr? Das ist ein Ding, nicht wahr? Da ist das Hasen. Vater, an der Stelle hat doch kein Mensch einen Hasen. Es gibt erhabene Menschen, die haben dort einen. Sogar mein Vater, hat's dich da oben schon ganz, hä? Das kommt halt davon, wenn ein alter Hahn jungen Hennen nachrennt. Da hält er das Tempo nicht durch. Es ist jetzt aus zwischen der Heidi und mir. Ich will nichts mehr von ihr wissen. Es wird nicht mehr geredet über sie. Und von dir will ich auch nichts mehr wissen, du Wüstling! Die Lasse, du Elendiger, hörst du, was hast du? Ich bin kein Würstling, verstehst du? Die Hände kann gar nicht so schnell reden, dass ihr nicht nachkommt, ne? Na, das fällt mir noch, ne? Ich habe zwei Kinder. Die Kinder sind und Geschwister sind grässlich. Das sind die Sünden meiner Jugendzeit. Ne? Ich trottel, warum lasse ich mich auf einer kalten Wiesen auf ein Ameisennest verloschen? Die Ameisen sagen, es gibt kein Ende mehr. Es ist aus. Es ist aus. Wo gehst du denn hin? Das ist eine Schwammerlsauce. Ja, na gut. Und da drin sind zwei Fliegenpilze. Ein Fliegen? Unser weiblichen Sommergast. Fliegenpilze? Ja. Das ist her da. Warum? Weil die ist jetzt sie. Länger ich gehe.
Ja, bist du denn verrückt worden? Mit wem soll ich denn noch streiten? Mach mal das nicht mehr länger mit anschauen. Ja, was denn? Na, die Pirzbichler, die Arlette und den Max. Mit Max, mein Chef, was will denn da sein? Feier hat er gefangen. Was hat er gefangen? Ja, merkst du denn nicht, wie er um sie herumscharwenzelt? Nein, von umeinander scharwenzeln habe ich noch nichts bemerkt. Du schaust eh alle, weißt du, sehnsüchtig nach. So schau ich nach. Ja, mein Gott, sie erinnert mich halt an was, nicht? Und dann geh! Was denn? Geh, dreimal bist du gegangen und jedes Mal haben wir gekauft. Was? Was habt ihr gekauft, hä? Ja, dass du nicht mehr kommst und jedes Mal bist du wiedergekommen, leider. Aber wenn ich diesmal gehe. Dann kommst du auch wieder, gell, weil die freut, dass du nicht mehr kommst, die magst du uns ja gar nicht. Was doch die blöden Witz? Verzeihung, nicht? Dabei war es die Wahrheit. Sag mal, was murmelst du denn da? Nix, aber dir sag ich noch eins, bleib da. Weil die Freude, wenn du gehst, und der Schreck, wenn du wieder da bist, das hält man mit den Nerven nicht an. Verzeihung, verkehrt habe ich es sagen wollen. Soll ich mir das mit den zwei noch länger mit anschauen? Ja, dann schau halt weg. Vorläufig ist noch nichts mit den zwei, und wer weiß, wird's was, ne? Ich sage ja auch nur, dass es passieren könnte. Na, ich glaube nicht, dass der Chef nur mal heiratet, mein Lieber. Der hat an deiner Schwester nur zu einem Leiden gehabt. Blöd, der Herr jetzt zum Leiden gehabt. Mein Gott, sie war halt ein bisschen streng mit ihm, ne? Ja, gerade, dass sie ihm nicht zu aufwarten auch noch gelernt hat, gell? Und wie sie recht gehabt hat, also ich möchte es auch nicht anders machen. Was? Sag mal, verstehst du überhaupt, dass ihm diese Person fallen kann? Diese Frau Adelheid, diese einbildete Noten. Na, mein Gott, der schwärmt halt für das Füllige. Und du bist einmal viel zu mau, zu schlank, hab ich sagen wollen. Das soll ich mich seinetwegen mästen? Ich bin ja kein Gans. Na, leider. Thomas! Leider, lass mich ausreden, leider kannst du das nicht machen, nicht? Du glaubst also, dass ich nicht fortgehen soll? Schau, das hat ja keinen Zweck. Also gut. Weil du mich so schön bittest, dann bleib ich halt. Ho, die bitten? Ja, nicht direkt, aber ich hab's doch angemerkt, dass du mich hast bitten wollen. Das hast du gemerkt. Du bist direkt eine Hellseherin, du. Dir zu lieb bleib ich. Magst mir du eine Freude? Wenn er die beißt, sagen wir schon draußen war. So. Und jetzt kommst du mir in die Kuchel, kriegst einen besonders guten Kaffee. Ja, das Wenigste, was ausschaut. Und dann erzähl ich dir, was man heute in der Nacht träumt hat. Was? Von Max und mir hat man träumt. Was, von Chef hat er träumt? Ah, mir träumt allerweil von uns zwei. Was? Thomas! Oh. Das sind Träume. Dann träum ruhig weiter. Dann hast du die Freude und dem tut's nicht weh. So gehen wir doch endlich diese blöde Sucherei nach dem Mittwocheinbrecher auf. Jetzt, wo ich den Täter beinahe schon hab, der Baumüller ist es und kein anderer. Geht der Baumüller, dieser gute, harmlose Mensch? Harmlose Mensch, der geborene Kleptomane, der im Geheimen arbeitet. Na, öffentlich stillt ja keiner und ich sage, er ist es nicht. Weil du ein instinktloser Mensch bist, bitte. Hast du dir schon einmal seine Ohren angesehen? Seine zurückfliegende Stirn? Diesen sadistischen Mund, das Idealbild eines Gauners. Und ich bleibe dabei, der Baumüller ist es nicht. Also bitte Fritz, dann bring mir doch den richtigen. Und ich sage dir, der Baumüller ist es. Und ich sage dir, meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Außerdem habe ich an Angst. Was mache ich, wenn ich den Täter erwische? Was fange ich mit dem an? Ja, vielleicht sagst du zu ihm, Bitte, lieber Herr Einbrecher, sind so lieb, kommen's doch mit mir. Du glaubst, er geht? Vielleicht aus Mitleid. Ich komm aus der Angst nicht mehr raus. Ja, dass du wieder deine Schläge bekommst? Na, freilich. Und dann diese freudlosen, schlaflosen Nächte. Also bitte, ich schlaf sehr gut.
Mich stört bloß dein Schnarchen. Das hörst du durch die verschlossene Tür? Was heißt hier hören? Du schnarchst so laut, ja, dass ich das Gefühl habe, der Micky Lauder prüft seine Vergaser. Was für einen Vergaser? Was für einen Vergaser? Außerdem wundert mich das, denn meine Mama sagt immer... Wieso weißt denn du das? Du, irgendwo hab ich das schon einmal gehört. Ah ja? Ah ja. Außerdem schnarche ich nur, weil ich entsagen muss. Ah, ja. Ich weiß dich neben mir im Bett und wenn ich so an dich denke... Dann schlafst du ein. Ja. Nein! Schlaf du einmal bei einer verschlossenen Tür. Fritzel, jede Nacht schlafe ich so. Und du musst nicht immer an mich denken? An dich denken, dass ich nachher Albträume bekomme. Ach, René, René. Oh, die Tür, die Tür. Die Tür bleibt zu. Bleibt zu? Ja. Und wenn ich die Tür einmal eintrete? Du, da würde deine Mama aber schimpfen. Glaubst? Ja. Na, dann lass ich es. Sollte dich aber einmal die wilde Gier übermannen und du kommst zu mir mit deinem Verlangen, dann schicke ich dich von dannen. Du wirst mich nie mehr nimmer fangen. Du, ich werd dir gleich eine langen. Mich übermannt nichts, ja, und mein Verlangen hält sich in sehr bescheidenen Grenzen. Na gut, solltest du aber doch einmal so etwas Ähnliches empfinden, dann... Was? Dann ist dir mein Bett verschlossen und du musst strafweise auf dem Ottoman schlafen. Also Fritz, wie kann man nur so hart sein? Ich kann nichts dafür, ich bin reif für einen Psychiater. Geh Verbrecher fangen, wenn du deine Schläge bekommst, ersparst du dir jeden Psychiater. Ja, und du machst dich lustig über mich. Also Fritzel, Fritzel, wie könnte ich denn? Na gut, ich gehe. Ja. Fritz geht. Fritz geht und kehrt vielleicht niemals wieder. Fritz geht und kehrt vielleicht niemals wieder. Fritz geht und kehrt vielleicht niemals wieder. René, die Tür, die Tür. Die Tür bleibt zu. Bleibt zu. Ja. Dabei habe ich ein Doppelbett. Was soll ich machen mit dem Doppelbett? Leg dich quer. Quer. Da muss ich erst meine Mama fragen. Also, dass es das gibt, nimmt mir mein Herr Papa, mein einziger Vater, der alte Playboy, meine Braut weg. Ich meine, meine gewordene Braut. Ja, ich meine, meine vielleicht gewordene Braut. Ja, da bist du ja, Hans. Ich suche dich überall und du bist nirgends zu finden. Weil ich mich nicht finden lassen will. Okay. Gestern trinkt man Bruderschaft. Du küsst mich, fragst mich, ob ich deine Frau werden will. Ich sag ja und jetzt versteckst du dich von mir. Warst so enttäuscht über meine Küsse. Hm? Über die Busserl nicht. Über mein Ja-Sagen? Über dein Ja-Sagen, du Schlangen. Was bin ich? Eine Natter. Ja, sag mal, wie redst denn du mit mir? Wie du es verdienst. Ja, du denkst doch halt auch, wer das Alter nicht ehrt. Du musst betrunken sein. Betrunken? Ich betrunken? Sag einmal, wie stehst du zu meinem Vater? Ich habe ihn recht gern. Ha! Und warum? Er hegt für mich so väterliche Gefühle. Väterlich? Väterliche Gefühle, das ist sein Schmäh. Mir heuchelst du Liebe. Und mit dem Senior, was ist mit dem? Erstens heuchle ich nicht und zweitens, ich werde deinen Vater mit der Zeit schon lieb gewinnen. So, so. So, so! Und das weißt du aber jetzt schon gern. Und das sagst du mir ins Gesicht? Na, wohin denn? Angefangen hat das alles mit einem kleinen Haus. Schon wieder der Hos. Naja, eigentlich war es ja ein kleines Känguru. Von mir aus ein Elefant. Unter diesen Umständen ist es das Beste, wenn ich dir dein Jobber zurückgebe. Bitte, bitte, mit Dank zurückgenommen. Bleib mit deinem Hosen und mit deiner ganzen Menagerie bei meinem Vater. Dass das weißt, ist mir viel lieber aus wie du. Ja, weißt du, was ich jetzt tue? Ich wandere aus. Von mir aus ins Eismeer. Ja, dass ich erfriere. Ja, gar kein Schaden. Ich sag dir nur noch das eine. Bitte? Sag's, was du traust. Sag's! Ich mich nicht trauen?
Meine gute Erziehung verbietet mir, dir zu sagen, was du bist. Meine Erziehung verbietet mir gar nichts. Und darum sage ich dir, was du bist und was ich von dir halte. So? Was bin ich denn? Ein ganz ein grober Lümmel bist du. Jawohl. Und wenn du das nicht mitbekommen hast. Ein ganz ein grober Lümmel. Du, ach was. So. Mir das. Mir. Du Embryo von einem Weib! Ach, los! Das ist jetzt, habe ich zwei Kinder. Jetzt bin ich ein Inzestvater. Ne? Grässlich, ne? Dabei ist die, das lieb, nicht? Er ist ein Laken, ne? Und siehst du so was Süßes, meine Herren. Trotz meiner Ausstörung sind mir die wunderbar genommen. Ne? Ich finde mich nicht aus, so der Geschichte. Guten Tag. Warum ist denn den auslassen, ne? Was wollt's denn? Den Herrn Baumüller. Na ja, der bin ich, ne? Ah, sind Sie jetzt da? Nein, ich bin fort. So. Na ja, dann komme ich halt ein anderes Mal. Bleibst du? Hedens, was wollen Sie denn? Sind Sie jetzt da? Den habe ich notwendig gehabt, was? Ja. Herr Baumüller. Na? Ich möchte gern. Ja, wer möchte nicht? Heiraten die dich so gerne? Heiraten? Na ja, suchen Sie noch eine andere, ne? Ich finde ja keine. Das glaube ich. Wissen Sie, Herr Baumüller, ja. Ich möchte mich so gerne vermehren. Vermehren? Haben Sie das schon mal ins Spiegel geschaut? Weil ich oft, sehr oft. Und trotzdem? Na ja, bitte. Wissen Sie mir nicht eine Frau? Der Herr Zistracek, der hat nämlich zu mir gesagt, Der Zistracek? Mein bester Freund, der Zistracek. Ich kann ihm nur nicht leiden, ne? Was hat er denn gesagt? Ja, der Herr Zistracek hat zu mir gesagt, ich soll zu Ihnen gehen, Herr Baumüller, und soll Ihnen ausrichten, er lässt Sie schon grüßen. Ja, ja, und Sie sollen so nett sein und mich beraten, das heißt, ob Sie nicht eine wissen, die mich nehmen würde. Die ihn nimmt. Ich habe ja kein Heiratsbüro hier, ne? Ich mein, aber der Herr Zistracek hat gesagt. Sie kennen mich samt den Zistracek gern haben, was soll ich denn? Herr Baumüller, no. Sie wissen es mir nicht eine. Ich möchte so gerne eine glücklich machen. Nein, dann brauchst du nicht weinen. Naja, der Zistracek ist ein Tropfer. Ja, werden wir halt schauen, wo ich wem hab. Ja, was ich sage, wie heißt es denn? Der Bummel. So schauen Sie aus, ne? Hab ich recht verstanden? Bummel Eusebius. Sagst du, stottern dann so? Nein, nur wenn ich sehr aufgeregt bin, aber sonst spreche ich sehr klar. Ja. Aber Bummel, wenn ich weiß, dass die stottert wie ein Maschinengewehr. Ja? Ich weiß schon, bevor der ist da. Das Nein herausbringt, ist schon drei Monate in der Hoffnung, ja? Ja, also was hätte ich denn da für einen? Na ja, zufällig hätte ich da... Na, da hätte ich auch nicht. Ah! Na, lieber, schauen Sie das an, oder? 50 Jahre, Witwe, ausgelernt, nicht wahr? Keine Schwierigkeiten, ne? Schöne Mitgift. Die ist aber dick. Ja, aber der Bots Mitgift hatte die. 100.000 Schilling Mitgift. Für jedes Kilo ein Tausender, ne? Nein, die will ich nicht, die mag ich nicht auf die Pfeifisch. Der Zistracek könnte meine Schmieden, den. Gibt aber den Propo da her. Na, was sagst du dir da, was? Das ist ein Läng, was der hat. Ja, aber Herr Baumüller, wo hat denn die ihre Füße? Ja, die sind nicht mehr draufgegangen, ne? Aber was schön, ein schönes Weib ist es, nicht wahr? 2 Meter höchstens, ne? Eine Schwierigkeit.
Schwierigkeiten haben schon mit ihr, nicht? Sie müssen ja alles sehr heiß zum Essen geben, ne? Bis sie morgen kommt, ist wieder kalt, ne? Ach, sie sind mir nicht böse, Herr Baumel. Nein, die bin ich auch nicht, auf die pfeife ich auch. Na ja, dass ich das Puppel nicht trage. Na ja, das schauen Sie nicht. Was? 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 Die Hinterfront, die Vorderfront, die Hügel, Täler. Ja, die nehme ich. Die nehmen es? Ja, die nehme ich. Ja, aber die pfeift auf Ihnen. Herr Baumel, Sie wollen mich doch nicht blöde machen. Das ist nicht notwendig, das sind Sie schon. Sagen Sie, wie reden Sie denn mit mir? Also ich bin sprachlos. Na, den Herrn Twistertek, den werde ich aber sagen. Ja. Und Sie, Herr Baumel, wissen Sie, was Sie mich können? Kann man es vorstellen. Dann ist es ja gut, dann Sie können mich. Ja, ja, ist ja gut, es geht aber leider nicht, weil mein Kontingent ist erschöpft. Für Sirene, Herr. Aber, Heide, was hast du denn? Was ist denn? Ja, zuerst wollte und jetzt will er nicht. Aber ruhig sein, gell? Ruhig sein. Zuerst wollte er und jetzt will er nicht. Ja. Das verstehe ich nicht, nicht wahr? Jetzt verstanden nicht, was zuerst wollte und dann kann er nicht. Ja, was redest du denn überhaupt? Nee, bitte, nein. Vom Heiraten, also, wer ist denn das, der da nachher nicht wollen hat, hä? Ich weiß schon, passt mir gar nichts mehr so. Komm her zu mir, komm Schatzel. Ich weiß es, wer es ist. Mein Sohn, der Hans. Ja, der Hans. Ja, aber oh, nein. Schau, er hat eh wollen, aber ich hab ihm's verboten. Was? Sie Vater da Rabenvater, Sie! Nein, hallo, komm her da, na, was ist, haben wir gleich eine, was ist denn? Schau, es geht nicht, Heidi. Ja, warum geht's nicht? In deinen Hosen. Aber ich hab doch keine Hosen. Du hast einen Wiesen-Ameisen-Hasen, hat mir deine Mutter gesagt. Den hab ich aber nicht, weder auf der linken noch auf der rechten Backe. Kurze Zeit habe ich ein kleines Känguru gehabt. Aber deine Mutter hat doch... Dann hat sie gelogen. Wie ist das nicht? Das hätte ich ja nicht sagen dürfen. Sag jetzt einmal, jetzt möchte ich aber neugierig langsam, gell? Hm? Wieso hast du auf der rechten Backe ein Känguru auf einem Kopf? Meine Mutter hat es mir gemeint. Moin? Ja. Auf deinen süßen kleinen... Hat sie gemalt? Hat sie keine Leinwand gehabt, dass du... Jetzt ist das Känguru auch weg. Du meinst der Hose? Das Känguru. Ob jetzt 100 Hosen weg sind oder sämtliche Känguru der Welt davon gehupft sind, du kannst nicht... du kannst ihn nicht nehmen, denn du bist meine Tochter. Aber das bin ich doch nicht. Das bist du schon. Herr Baumüller. Ich bin 22 und dieser Vorfall... Das war mir ein Rückenfall, ein Rückfall. Und dieser Vorfall, der war da vor 25 Jahren. Mhm. Na, vielleicht bist du spät geboren, ne? Nach 3 Jahren, hm? Nein, das ist auch nicht möglich. Mhm. Ja, wieso konnte dann deine Mutter mit... Das war ja nur mehr als Witz gedacht. Ja, ich war der Kasperl dabei. Bei der bitte, nicht böse. Ja, aber jetzt könnten doch der Hans und ich... Jetzt kann ich das wieder gut machen, nicht. Jetzt bin ich der Trottel. Ja, oh. Nein! Bitte! Na ja, da war ich eigentlich. Bitte! Walle! Ja, was ist? Na, ich komme nur langsam, oder? Ja, was tätst du? Aber ich komme, weil ich habe einen Charakter. Ja, aber einen schlechten, ne? Da, ja. Der Hans will kommen. Gleich? Nein, morgen, ne? Ja, nein, man wird da noch fragen dürfen. Ja. Ich bin zu aufgeregt. Nein, du kannst mich ruhig sehen, ich bin gewohnt. Er will nicht. Er muss. Er kommt trotzdem nicht. Dieser Rotzburg, dieser... Den wäre... Den wäre...
was wäre ihm denn? Sag's den Hans, dass ich am Nachmittag nach Haus fahre und dass ich mich von ihm verabschieden möchte. Ob das was nutzt? Was du willst? Da bleibst. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Paradies, Schlange und er soll einen Apfel fressen. Ne? Sie fahren, Fräulein Heidi? Auf Wiederschauen und kommen Sie gut heim. Da komm her, Hans, jetzt schmier da erst. Schmier da, ganz zu mir. Sie hat keinen Hasen. Schon wieder der Hase. Und Känguru habe ich auch keins. Känguru hat sie auch keines. Dann kannst du es heiraten. Jetzt auf einmal hat sie keinen Hosen? Glaubst du das nicht? Geh und schau nach. Hat der Hans gehört? Ich hab keinen Hosen. Woher weiß denn der Vater? Das hat er nachgeschaut. Hä? Aber Hans. Mein Vater traue ich alles zu. Und ich lass doch niemanden nachschauen und schon gar nicht an dieser Stelle. Man wird da noch fragen dürfen, nicht? Und überhaupt, ich verstehe das Ganze nicht. Zuerst sagt er, er hat dich gern, weil du einen Hosen hast und jetzt auf einmal nicht mehr. Was hat denn das blöde Viech damit zu tun? Das musst du verstehen, dein Vater hat nämlich selber einen Hosen. Jetzt hat der Vater auf einmal auch einen Hosen? Der Vater hat immer schon einen gehabt, einen kleinen sitzenden. Einen kleinen Wo hat er denn den? Na, pass auf. Der Vater auch? Ja. Warum hat er denn nie was gesagt? Na, er wollte halt nicht prahlen damit und weil er glaubt, ob ich habe auf derselben Stelle auch so einen Leberfleck und da hat er geglaubt, ich bin seine Tochter. Aha. Nee, aber nur wegen den Hosen kann er doch nicht glauben, dass du seine Tochter bist. Da muss doch noch irgendetwas... Das erklärt ja alles später. Hm? Und du hast also keinen sitzenden Hosen? Nirgends? Nein, bei mir sitzt nix. Ja, dann... Hans, warum redet man denn so viel? Mhm. Du Heidi, aber Wildwechsel findet bei dir keiner mehr statt. Nein, aber du kannst trotzdem am Anstand gehen. Du, eigentlich schon, dass du keinen Hosen hast. Eine Hosenjagd in der Gegend, boah, das wäre ganz schön aufregend. Aber so wird es auch genügend aufregend. Jawohl, ich habe ihn erwischt, diesen Verbrecher. Das weiß ich so, Gott, Sie haben den Verbrecher erwischt. Ja, er hat. Na sowas, das ist ja kaum zum Glauben. Also das muss ich sofort der Nachbarin berichten. Ich verstehe nicht, wie man so trotzsichtig sein soll. Aber so trotzsichtig. Aber zur Sicherheit geht es zu den anderen Nachbarn und der Zölle am Sack. Doch Einbrecher erwischt. Du willst mir wirklich zuhören? Ja, aber natürlich. Na endlich, jawohl, ich habe ihn erwischt, ja? Diesen Verbrecher. Ja, wer war's denn? Der Gärtner. Der Gärtner? Ja. So was Ähnliches habe ich schon einmal bei der Agatha Christie gelesen. Also jetzt erzähl mal, wie war denn das Ganze? Also pass auf, ich bin zu der Gärtnerei hingegangen, ja? Und habe hineingeschaut, da sehe ich der Gärtner Götze. ÖH, denke ich mir. ÖH, denke ich mir. Wieso hat der so viel Geld und will weg? Der sieht mich, kommt raus und... Hat dich kaut. Ordentlich. Aber ich hab mich losgerissen und bin davon gerannt. Der mir noch. Na, wann der mich erwischt hätte... Hätte dich noch mehr kaut. Ja, aber Gott sei Dank, unterwegs liegt da plötzlich ein Rechen. Der steigt drauf, patsch. Und da, na, da ist er gegen. Also ich hab mich auf ihn gestürzt! Ja, war er ohnmächtig. Na, freilich. Ich mein, eben, sonst hättest du dich ja nie auf ihn gestürzt. Na, nie! Ja. Bin doch kein Verrückter. Ich meine, ich hab ihm zur Sicherheit mit dem Steckerl nur einen aufs Kofferl gegeben. Dann hab ich ihn gefesselt, zur Polizei gebracht. Da sitzt er jetzt und wir zwei bekommen die Prämie. Moment. Wir zwei bekommen die Prämie? Ja. Ja, du mein Sherlock Holmes! Mein Pinkerton, mein Nicknatterton, mein Nickel. Du, ich verehre dich und liebst du mich auch, denn das wär's, was ich mir so wünsche. Aber natürlich, ich hab dich doch schon die ganze Zeit lieb. Und jetzt, wo du mir's bewiesen hast, jetzt wird die Tür aufgesperrt. Das muss ich mir noch sehr gut
überlegen. Also komm her. Jesus, das muss ich gleich der Mama erzählen. Wenn das meine Mama hört. Weil meine Mama sagt immer... Ich weiß, was deine Mama sagt. Sie weiß, was meine Mama sagt. Mama! Und wenn Sie erst wüssten, was seine Mama sagt. Er ist ja ein lieber Kerl. Aber ein Dummer war er ja doch, denn die Tür zwischen uns war ja die ganze Zeit offen. Ah, da ist ja das Miststück. Hältst du von mir her? Oh nein, Max. Na, du hast mir ganz Schere gekriegt mit der Heidi. Was willst du? Jetzt bist du doch Schwiegervater von der Heidi. Schwiegervater, ja gut, aber... Vater, nicht wahr? Und der Haus ist nicht. So hätten ihre Kinder den Hosen gekriegt, die Kinder, Kindeskinder, ein ganzes Geschlecht der Hasen wäre entstanden. Ich schäme mich ja so, Max. Na ja, okay. Kannst du mir denn überhaupt noch ins Gesicht schauen? Na ja, man kennt sie ja noch. Aber jetzt muss ich mich schön um Abbitte leisten. Ja, bitte, Maxi. Ja? Ja. Alles noch so? Ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Dass ich dich für so blöd gehalten hab. Was? Dass ich dich für so blöd gehalten hab? Dass du den Blödsinn geglaubt hast. Dass du den Na, das sag ich nicht. Weil das hast du doch geglaubt. Gib's zu. Na ja, ich war so blöd. Ach ja, Max. Und jetzt bin ich allein. Am Divan? Nein, überhaupt. Komm her. Naja, aber bitte keine andere. Nein, nein, aber bitte, komm her. Na, ich fürcht's. Haben wir jetzt mal schon traurig, ne? Wir lernten uns kennen in Liebesbrunn. Ja. Nacht war's, die Lerchen zwitscherten. Ja, die Nachtlerchen. Die Musikkapelle spielte unser Lieblingslied. Ja. Wir tranken den Wein. Das heißt, tranken, gesoffen haben wir. Du wurdest zärtlich, du drücktest mich. Ich drückte dich. Ja. Da und da. Ja, ja. Noch wo. Du da? Ja. Ach, du Max. Und dann küsstest du mich und ich küsste dich. Das war doch eine Puzzlerei, Herr Sosner. Wir tanzten eng umschlungen. Jo. Max, jo. Was fühltest du damals? Schwitzt habe ich. Dein heißer Atem umspielte mich. Den habe ich gar nicht gesehen. Ne? Unsere Pulse jagten. Wohin? Wir gingen nach draußen, wir flogen. Da haben sie uns rausgehauen. Ne? Der Wind spielte mit uns. Der Wind, ja. Zuerst der Atem, dann der Wind. Das war eine Bewegung damals. Ne? Und dann waren wir auf der Wiese. Ja. Und du küsstest mich wieder. Und ich küsste dich. Max. Wenn du willst, kannst du auch Heidis Stiefvater werden. Willst du? Aber gern, ich nehme dich mit alle Töchter, nicht wahr? Wenn ich den nur krieg, nicht wahr? Heidi! Ja. Meine schlanke Heidi! Ich bin ja nicht mehr schlank! Das wurscht, ich nehme dich mit jedem Krieg. Oh. Max! Schnell, schnell! Das sucht mir Ameisen nicht! Ja.